Das Erste. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit dem Wochenspiegel. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Tag und herzlich willkommen zum Wochenspiegel. Schaukelt sich die Lage in der Ostukraine wirklich zu einem Krieg hoch? Diese Sorge wird gerade an diesem Wochenende immer größer. Dabei hatte sich vor anderthalb Wochen noch Erleichterung breit gemacht, nach der überraschenden Einigung von Genf. Die interessiert aber kaum jemanden mehr und die Wortgefechte zwischen beiden Seiten werden immer martialischer. Der wirft die Ukraine Russland vor, einen dritten Weltkrieg entfachen zu wollen. Und der selbsternannte Bürgermeister von Slawjansk spricht von Kriegsgefangenen. Denn die pro-russischen Separatisten, die haben seit vorgestern 13 Militärbeobachter der OSZE in ihrer Gewalt. Und darunter sind auch 4 Deutsche. Bilder des ukrainischen Fernsehens. Die Reporterin berichtet, sie habe gesehen, wie bewaffnete Separatisten in Slawjansk einen Bus gestoppt hätten und den dahinterfahrenden Polizeiwagen. Die Polizisten seien entwaffnet worden. Höchstwahrscheinlich habe es sich um den Bus der OSZE-Militärinspekteure gehandelt. Moskau-treue Milizen in Slawjansk halten seit Tagen Geiseln in ihrer Gewalt. Die Militärinspekteure seien für sie Offiziere aus NATO-Staaten und Kriegsgefangene, sagte der Milizenführer und selbsternannte Bürgermeister der Stadt. Wir haben bei ihnen Karten gefunden mit Informationen über die Lage unserer Straßenposten. Daher haben wir den Eindruck, dass sie Offiziere sind, die eine bestimmte Spionagemission verfolgen. Die Milizen in Slawjansk wollen die Militärinspekteure austauschen gegen Gefolgsleute, die der ukrainische Geheimdienst verhaftet hat. Schon seit 2 Tagen bemüht sich der Krisenstab im Auswärtigen Amt um einen direkten Kontakt zu den Festgehaltenen, bisher vergeblich. Die Verhandlungen mit den Separatisten führt die OSZE. Der Außenminister hält den Kontakt zu den Regierungen der übrigen Geiseln, aber vor allem auch zu seinem russischen Kollegen Lavrov. Wir tun alles in unserer Macht Stehende, um die festgehaltenen Personen wieder in Freiheit zu bringen, um sie gesund und baldmöglichst wieder ihrer Aufgabe nachgehen zu lassen. Das russische Fernsehen zeigte gestern Ausweise und Dienstmarken der festgehaltenen Beobachter, von denen je einer aus Dänemark, Polen, Tschechien und Schweden kommt. US-Präsident Obama ist an diesem Wochenende in Malaysia auf Staatsbesuch. Doch Thema dürfte auch der neuerliche Beschluss der G7 sein. Die Sanktionen sollen deutlich ausgeweitet werden. In der amerikanischen Öffentlichkeit gibt es große Unterstützung dafür. Die Woche beginnt in Kiew mit dem Besuch des amerikanischen Vizepräsidenten Joe Biden. 50 Millionen Dollar wird das Land von den USA bekommen. Damit sollen freie Wahlen und die Verfassungsreform unterstützt werden. Doch im Osten der Ukraine eskaliert die Situation. Szenen aus Horlivka, einer Großstadt im Osten der Ukraine in der vorletzten Woche. Stadtrat Wladimir Rybak, der Mann in der schwarzen Jacke, will an seinen Arbeitsplatz und dort die Flagge der Separatisten herunterholen. Er wird als Verräter beschimpft und gedrängt. 5 Tage später wird seine Leiche in einem See gefunden, der Magen aufgeschlitzt, das Gesicht von Folterspuren entstellt. Am Donnerstag dann geht die Übergangsregierung in Kiew mit ihrer sogenannten Anti-Terror-Aktion gegen pro-russische Separatisten im Osten des Landes in die Offensive. Die ukrainische Armee beginnt ihren Einsatz in Slawjansk mit Panzerfahrzeugen, um die Kontrolle über die Stadt zurückzugewinnen. 5 Menschen sterben nach Angaben Kiews. Den russischen Präsidenten Putin erreicht diese Nachricht in Petersburg bei einer Podiumsdiskussion. Sollte das Militär tatsächlich gegen die Bevölkerung vorgehen, dann ist das ein schweres Verbrechen am eigenen Volk. Wenn diese Entscheidung getroffen wurde, dann handelt es sich in meinen Augen um eine Junta. Ein Friedenskonzert auf dem Maidan in Kiew. Die Menschen sind besorgt. Diskussionen über die Ereignisse der Woche. Mittlerweile hat sich der Platz zu einem politischen Forum entwickelt. Die Menschen tauschen sich aus. Die größte Sorge aber bereitet an diesem Wochenende die Frage, was aus den OSZE-Mitarbeitern wird, die im Osten der Ukraine als Geiseln festgehalten werden. Zugeschaltet aus Berlin ist jetzt Reinald Becker. Herr Becker, gibt es denn irgendwelche Anzeichen dafür, dass die OSZE-Beobachter vielleicht bald freikommen könnten?
Nein, dafür gibt es jetzt direkt noch keine Anzeichen, aber nichtsdestotrotz scheint Bewegung in die Sache zu kommen, denn es gibt gerade aktuelle Meldungen, dass die 8 ausländischen Beobachter, also die 4 Deutschen und die 4 anderer Nationalitäten in Slawiansk gerade sozusagen bei einer Art Pressekonferenz vorgeführt werden und offensichtlich, so sagen zumindest die ersten Meldungen, sind die alle unverletzt und erfreuen sich einigermaßen belastbarer Gesundheit. Es gab ja da Berichte, dass mindestens einer von ihnen gesundheitliche Probleme habe. Was das jetzt bedeutet, ob da jetzt eine baldige Freilassung ansteht, das kann man nicht sagen. Ein OSZE-Unterhändlerteam ist seit gut einer Stunde, seit anderthalb Stunden, um genauer zu sein, vor Ort und verhandelt. Das Ergebnis dieser Verhandlungen ist im Moment noch nicht bekannt. Aber wie gesagt, es ist Bewegung in der Sache. Ja, spannende Entwicklung. Was kann der Krisenstab von Berlin aus eigentlich unternehmen? Na, der Krisenstab ist ja eine bewährte Einrichtung des Auswärtigen Amtes. Da werden natürlich alle Informationen in so einem Fall, Entführung, Geiselnahme, festgesetzte Unterhändler, die werden gesammelt, gebündelt, die werden ausgewertet. Das ist natürlich dann auch Futter für den Außenminister und für seine Telefonate, denn die Drähte glühen, die Telefondrähte in verschiedene Richtungen. Wir haben es ja auch im Beitrag gerade gehört. Also der Krisenstab leistet hinter den Kulissen eine unglaublich wichtige Arbeit. Vielen Dank in Berlin, Reinhard Becker. Und wir gehen gleich weiter nach Kiew zu Henrik Hübschen. Herr Hübschen, was haben die jetzt festgehaltenen OSZE-Beobachter eigentlich vor Slawiansk genau gemacht? Ja, das ist eine spannende Frage, auf die hier auch in Kiew noch niemand eine Antwort geben kann. Was klar ist, sie sind eben nicht Teil dieser Beobachtermission im Rahmen des Genfer Abkommens, sondern sie sind hier auf Einladung der Kiewer Regierung, aber auch im Rahmen der OSZE. Sie sollten dort den Einsatz, den die ukrainischen Truppen führen, beobachten und bewerten. Ganz einfach gesagt, sollten sie als vertrauensbildende Maßnahme bestätigen, dass die ukrainischen Truppen sich bei diesem Einsatz korrekt verhalten, dass sie sich sauber verhalten. Trotzdem bleibt natürlich die Frage, warum sie an diesem Tag nach Slawiansk gefahren sind und vor allen Dingen auch, warum sie sich offensichtlich außerhalb des Machtgebiets der ukrainischen Truppen, außerhalb der ukrainischen Linien bewegt haben. Wir wissen jetzt noch nicht ganz genau, was die aktuelle Pressekonferenz bedeutet, aber die Separatisten wollten die OSZE-Beobachter ja eigentlich gegen Gefangene austauschen. Kann sich Kiew darauf eigentlich einlassen? Also nach unseren Informationen wird auf dieser aktuellen Pressekonferenz werden die Gefangenen vorgeführt. Das ist also mehr oder weniger eine Machtdemonstration des dortigen Bürgermeisters Ponomariov. Entsprechende Bilder kursieren hier auch schon von Kollegen, die vor Ort sind, auf Twitter. Also wir können bestätigen, dass diese Gefangenen unter anderem eben der deutsche Heeresoberst gerade der Presse vorgeführt werden. Und der Bürgermeister hat nochmal bekräftigt, dass er sie eben nur freilassen wird gegen die Freilassung im Austausch gegen die Freilassung von prorussischen Separatisten. Es ist aber schwer vorstellbar, dass sich die Kiewer Regierung darauf einlassen wird. Sie hat zwar eine prinzipielle Autonomie für diejenigen in Aussicht gestellt, die momentan Gebäude besetzen, wenn die denn selber ihre Waffen niederlegen und diese Gebäude von sich aus räumen. Aber bei dem angesprochenen Politiker Gubaryov handelt es sich um einen, der schon Anfang März aktiv gewesen ist und momentan in Haft sitzt, weil ihm eben Landesverrat vorgeworfen wird. Und den freizulassen, das hieße sich, terroristischen Methoden zu beugen. Vielen Dank für die ganz aktuellen Informationen. Vielen Dank, Henrik Hübschen in Kiew. So, meine Damen und Herren, genauso sieht es sonst nur zur Papstwahl in Rom aus. Zu Hunderttausenden sind die Gläubigen nach Rom gepilgert. Sie wollten bei diesem kirchenhistorischen Spektakel heute unbedingt dabei sein. Im Mittelpunkt gleich 4 Päpste, 2 Lebende und 2, die soeben heilig gesprochen wurden. Ganz offiziell heilig ist jetzt also auch Papst Johannes Paul II., so wie es viele Gläubige schon lange empfunden und 2005 nach seinem Tod vehement gefordert hatten. Eine Turbo-Heiligsprechung sozusagen, da musste Papst Johannes der 23. schon etwas länger warten. Er starb 1963 und ist seit heute ebenfalls im Heiligenstand. Ideen, die Nacht zu überstehen, gab es heute viele.
Zehntausende drängten sich um den Petersplatz, der bis um 5 Uhr heute Morgen abgesperrt war, ehe die Pilger aus aller Welt eingelassen wurden. 1 Million Menschen, so italienische Medien, sind in die ewige Stadt gekommen, darunter geschätzt bis zu 100.000 Polen. Es ist der schönste Moment in meinem Leben. Ich bin total aufgeregt, ich könnte weinen. Um 9.30 Uhr erscheint Benedikt XVI. Auf dem Platz. Viele sprechen von der Vier-Päpste-Feier, weil Benedikts Nachfolger Franziskus 2 Päpste heilig spricht. Johannes den 23., genannt Il Buono, der gute Papst, ein Mann aus einfachen Verhältnissen, der die Sprache der kleinen Leute sprach und mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den 60er Jahren die katholische Kirche tiefgreifend reformierte. Auf ihn berief sich Johannes Paul II., nicht nur mit seiner Namenswahl. Die Reformen fortführen, so sah er seinen Auftrag. Und wie Johannes der 23. hatte er die Gabe, auf die Menschen zuzugehen. Egal, wo er unterwegs war, kein Papst reiste so viel wie er. Der Vatikanexperte Jacopo Scaramuzzi meint, dass Papst Franziskus sie für die Heiligsprechung gewählt hat, weil sie die Geschichte der Kirche verändert und deutliche Zeichen hinterlassen hätten. Dass dafür die kirchenrechtlichen Bestimmungen außer Kraft gesetzt wurden, bei Johannes dem 23. fehlt das zweite Wunder, bei Johannes Paul II. Wurden die Fristen außer Acht gelassen. Das stört heute kaum jemanden in Rom. Und vor Ort in Rom ist für uns Bernhard Wabnitz. Herr Wabnitz, die Päpste haben die Päpste soeben heilig gesprochen. Welche Stimmung herrscht denn jetzt unter den Gläubigen? Ja, im Moment ist die Stimmung hinter mir auf dem Petersplatz sicher, wenn man so sagen darf, am Kochen. Denn Papst Franziskus, er fährt in seinem Papamobil durch die Gläubigen und er wird natürlich jubelnd empfangen. Die Gläubigen warten jetzt schon seit einer Stunde und endlich zeigt sich der Papst. Vorher hat er die internationalen Delegationen, 24 Staats- und Regierungschefs waren da und viele, viele Abordnungen aus der ganzen Welt, aus Deutschland, Bundestagsvizepräsident Johannes Singhammer und für die Bundesregierung Ministerin Andrea Nahles. Die Gläubigen warten seit heute Morgen um 4 Uhr und sie haben ausgeharrt, sie haben teilweise draußen übernachtet. Aber jetzt feiern sie natürlich den Papst und die Heiligsprechung. Der amtierende Papst hat ja auch ganz bewusst heute Johannes den 23. heilig gesprochen. Welches Signal sendet er damit? Ja. Nun, es ist natürlich das Signal, dass er an das Zweite Vatikanische Konzil, an die Öffnung der Kirche denkt. Und Franziskus ist ja auch jemand, der die Kirche öffnen will. Er möchte sie öffnen auf den Alltag, auf das politische Leben, auf das sogenannte normale Leben hin. Und da war es ihm wichtig, der Papst alleine entscheidet übrigens, wer heilig wird, dass neben Johannes Paul II., da gab es sehr starken Druck, dass auch Johannes der 23. neben dem polnischen Papst Johannes Paul II. Heilig gesprochen wird. Die Verdienste von Johannes Paul II. Sind unumstritten. Er hat letztlich Polen geöffnet, er hat den Kommunismus, den Sozialismus besiegt und er hat Menschen- und Religionsfreiheiten durchsetzen helfen. Deswegen war auch Lech Walesa heute hier. Es gibt auch Kritik an Papst Johannes Paul II., weil er angeblich Missbrauchsskandale gedeckt hat. Das aber hat offenbar jetzt keine Rolle gespielt, oder? Das war heute kein Thema, obwohl es kritisch aufgearbeitet wird. Also es wird nicht nur, sagen wir, von der Kirche fernstehen, sondern auch innerhalb der Kirche aufgearbeitet. Aber die Dokumente sprechen auch davon, dass er zwar bestimmte Gruppen unterstützt hat, aber doch auch kritisch mit ihnen ins Gericht gegangen ist. Und letztlich sieht man in Johannes Paul II. Vor allen Dingen den Friedenspapst und den Papst, der letztlich Polen zu Frieden und Freiheit geführt hat nach einer langen Periode der Unterdrückung. Der Papst ist ja unter der Unterdrückung groß geworden und von daher kam sicher auch seine Erfahrung und auch seine Erfahrung, eine zentralistische Kirche zu führen. Und man hofft natürlich, dass der jetzige Papst mit dieser doppelten Heiligsprechung die Signale gesetzt hat und auch beide Flügel innerhalb der katholischen Kirche versöhnen kann. Vielen Dank für die Informationen, Bernhard Wabnitz in Rom. Und gleich schauen wir noch, ob sich etwas geändert hat. Ein Jahr nach dem Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch mit mehr als 1.000 Toten. Und wir lassen gelbe Schmetterlinge für einen berühmten Schriftsteller fliegen. Das alles gleich nach den Nachrichten mit Susanne Daubner.
In Südkorea ist Premierminister Chung wegen des Fährunglücks vor knapp 2 Wochen zurückgetreten. Präsidentin Park nahm sein Gesuch an, beließ ihn aber vorläufig im Amt. Chung entschuldigte sich bei den Angehörigen der Opfer. Zugleich räumte er ein, das Krisenmanagement der Regierung sei mangelhaft gewesen. Die Fähre war vor der Südwestküste Südkoreas mit fast 480 Menschen an Bord gesunken. Bislang wurden 187 Leichen geborgen. In Mazedonien hat am Morgen die Parlamentswahl begonnen. Zeitgleich findet die Stichwahl um das Präsidentenamt statt. Rund 1,8 Millionen Bürger sind aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Umfragen sehen das national-konservative Lager mit dem amtierenden Präsidenten Ivanov und Ministerpräsident Gruevski vorn. Der sozialdemokratischen Opposition und der albanischen Minderheit werden kaum Chancen eingeräumt. Kritiker werfen der Führung der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik einen autokratischen Regierungsstil vor. Bundespräsident Gauck hat heute in der Türkei ein Lager mit syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen besucht. Er informierte sich am Rande der Stadt Karamanmaras über die Situation der etwa 16.000 Menschen, die dort untergebracht sind. Außerdem sprach Gauck mit Vertretern von Hilfsorganisationen. Morgen wird der Bundespräsident in Ankara von Staatspräsident Gül und Regierungschef Erdogan empfangen. Der Bundesrechnungshof weist dem Verkehrsministerium eine Mitschuld am Sanierungsstau auf deutschen Straßen zu. Die Probleme seien hausgemacht, so der Vizepräsident der Behörde Arendt in einem Interview der Welt am Sonntag. Es sei genügend Geld für die Instandhaltung der Straßen da. Manche Ausgaben würden aber zweckentfremdet und eher in den Neubau von Straßen investiert. Auf dieses Problem habe man bereits 2013 hingewiesen. Die Autorin Stefanie Zweig ist tot. Sie starb nach Angaben ihres Neffen bereits am Freitag im Alter von 81 Jahren. Als Kind jüdischer Eltern hatte Zweig die Nazizeit in Afrika überlebt. Ihre Erlebnisse schilderte sie in dem Roman Nirgendwo in Afrika. Regisseurin Caroline Link verfilmte das Werk und erhielt dafür einen Oscar. Zweigs Bücher erreichten nach Verlagsangaben eine Gesamtauflage von 7,5 Millionen. Soweit die Nachrichten. Jetzt weiter mit Thorsten Schröter. Das hier, das ist alles, was übrig blieb vom Rana Plaza vor einem Jahr. Die 9-stöckige Textilfabrik in Bangladesch war einfach in sich zusammengesackt. Mehr als 1.100 Menschen verloren ihr Leben. Zum Jahrestag versammelten sich Angehörige und Überlebende, aber auch tausende Demonstranten am Unglücksort nahe der Hauptstadt Dhaka. Sie forderten, die Schuldigen hart zu bestrafen, und sie wollen Entschädigungen für die Toten des schwersten Industrieunglücks in der Geschichte des Landes. Die Menschen in der Fabrik arbeiteten für einen Hungerlohn. So müssen die Kunden, auch wir in Deutschland, nur einen Spottpreis für die Kleidung bezahlen. Teuer bezahlt haben das auch die Überlebenden des Unglücks. Vielen macht das Erlebte noch immer sehr schwer zu schaffen. Shaina Akhtar kann sich nicht mehr freuen. Sie kann nicht mehr lachen. Die traumatischen Erinnerungen an den Einsturz lassen sie nachts nicht mehr schlafen. Nichts ist mehr so wie früher. Noch heute habe ich Schmerzen. Ich kann keine lauten Töne mehr hören. Immer wieder habe ich Angst zu ersticken. Angst, dass ein Gebäude zusammenbricht. Ich kann das schreckliche Unglück einfach nicht vergessen. 48 Stunden lag sie hilflos unter den Trümmern, eingeklemmt von Mauerstücken und Wandpfeilern. Immer wieder verlor sie das Bewusstsein. Shaina hatte alle Hoffnung aufgegeben, als sie schwer verletzt mit zahlreichen Knochenbrüchen und Quetschungen geborgen wurde. Meine körperlichen Verletzungen sind geheilt, meine Seele nicht. Manchmal fühle ich mich ruhelos, manchmal lethargisch. Es ist schrecklich, ich leide sehr. Geändert hat sich seit dem Unglück wenig. Der Mindestlohn wurde angehoben auf 50 Euro im Monat. Bei weitem nicht ausreichend für ein würdiges Leben. Noch immer arbeiten Millionen Beschäftigte, meist Frauen, unter erbärmlichen Bedingungen. Billigstlöhne, lange Arbeitszeiten, Ausbeutung pur. Gewerkschaften werden nach wie vor in vielen Unternehmen unterdrückt. Die Regierung steht nicht an der Seite der Arbeiter. Sie steht immer auf der Seite der Unternehmer. Die Textilindustrie bringt nun einmal viel ausländisches Geld ins Land. Das alles auf dem Rücken der Arbeiterinnen. Erst ein Viertel der überlebenden Näherinnen hat wieder einen Job. Dazu kommt,
Die versprochenen Entschädigungen für die Opfer, vor allem auch von westlichen Unternehmen, kommen nur spärlich. Knapp 400 Euro hat Shaina Akhtar bisher erhalten von einer privaten Hilfsorganisation, aber nicht von deutschen Firmen, für die sie auch genäht hat. Ja, Geiz ist geil, das ist beim Einkaufen immer noch des Deutschen liebstes Motto. Und deshalb greift auch derjenige, der nicht unbedingt jeden Cent umdrehen muss, gerne mal zu den super günstigen Angeboten all dieser Firmen, die in Bangladesch produzieren lassen. Bei manchen kostet eine Jeans dann gerade mal 9,99 Euro, eine Bluse 7,99 Euro oder eine Fließjacke ganze 3,99 Euro. Das sind natürlich Preise, bei denen für die Arbeiter nicht viel übrig bleiben kann. Vielen Kunden hat das Unglück erst vor Augen geführt, unter welch schlimmen Bedingungen Kleidung made in Bangladesch produziert wird. Und die Textilbranche, die gab sich einsichtig. Doch auch für sie gilt ganz offenbar, Geiz ist geil. Denn jetzt knausert sie beim Entschädigungsfonds für die Angehörigen der Opfer. Dieses Angebot bei Kick ist wirklich ein Hammer. 20% auf alles. Und das ausgerechnet am Jahrestag des Einsturzes der Rana Plaza Näherei in Bangladesch, wo auch Kick schon produziert hatte. Die Rabattaktion zeigt, was beim Klamottenkauf zählt, ist der Preis. Weil letztendlich muss man dann ja so ehrlich sein, dass das Portemonnaie immer noch irgendwo entscheidet. Ich gehe jetzt nicht in irgendeinen Laden rein und frage, ob das in Bangladesch hergestellt worden ist. Für die Kunden sind die komplizierten Lieferketten der Unternehmen mit weiteren Subunternehmen auch kaum noch zu durchschauen. Wo ein T-Shirt herkommt, wie es produziert wurde, im Laden sind die Käufer ahnungslos. Dazu tragen auch die Unternehmen selber bei, weil sie ja ständig neue Marken kreieren, auch selber Propaganda machen, von Bio-Baumwolle bis über ich weiß nicht was. Das deutsche Unternehmen Adler zum Beispiel, dessen Kleidung in der eingestürzten Rana Plaza-Fabrik produziert wurde, sieht sich nicht in der Verantwortung. Adler wird in diesem Zusammenhang genannt, weil einer unserer Lieferanten vor knapp 2 Jahren einen Auftrag dort platziert hat. Er hat dies aber ohne unser Wissen getan, hinter unserem Rücken. Und auch unter vertragsbrüchigem Verstoß gegen unsere Vereinbarung. Nach dem Einsturz der Fabrik in Bangladesch wurde ein Entschädigungsfonds gegründet. Er soll die verletzten Arbeiterinnen und die Hinterbliebenen unterstützen. Doch statt der etwa 30 Millionen benötigten Euro sind im Fonds bislang nur knapp 11 Millionen Euro angekommen. Zum Beispiel haben C&A, H&M, Kick, Mango und Primark eingezahlt. Dagegen haben sich zum Beispiel NKD, Adler und Benetton nicht am Fonds beteiligt. Deshalb demonstrierte in Bonn das Netzwerk für saubere Kleidung vor einem Benetton-Geschäft, um das Unternehmen zur Zahlung aufzufordern. Allerdings sind die Summen, die andere Firmen dem Fonds überwiesen haben, auch überschaubar. Bei Kick waren es zum Beispiel nur etwa 360.000 Euro. Also es ist im Prinzip wirklich ein Klacks für die Unternehmen, wenn man bedenkt, die Umsätze, die sie machen. Und dass da jetzt niemand einzahlt, ist eine Schande. Mit ihrer Kritik waren die Aktivisten nicht allein. Auch Arbeitsministerin Andrea Nahles und Bundesentwicklungsminister Gerd Müller forderten die Firmen auf, ihren Teil beizutragen. Versöhnung ist im Nahen Osten also doch noch möglich. Allerdings haben sich nicht etwa Israel und die Palästinenser versöhnt, wäre auch zu schön, sondern die Palästinensergruppen Hamas und Fatah beendeten überraschend ihren jahrelangen Bruderkrieg. Grund genug für Israel, die sowieso schon schwierigen Friedensgespräche erstmal auf Eis zu legen. Denn für Israel ist die radikal-islamische Hamas eine Terrororganisation und die kontrolliert den Gazastreifen. Und von dort wird Israel immer wieder mit Raketen beschossen, denn die Hamas erkennt das Existenzrecht Israels nicht an. Im Westjordanland dagegen, da herrscht die gemäßigte Fatah, angeführt von Palästinenser Präsident Abbas, der auch die Gespräche mit Israel führt oder, man muss schon eher sagen, geführt hat. Gestern in Ramallah. Das Zentralkomitee der PLO bespricht die weiteren Schritte auf dem Weg zu einer Einheitsregierung zwischen der moderaten Fatah und der islamistischen Hamas. Palästinenser Präsident Abbas versicherte: Ich erkenne Israel an und die Einheitsregierung wird das auch tun. Ich bin gegen Gewalt und Terrorismus. Die politische Bombe platzte bereits am Mittwoch. Eine Delegation der PLO traf sich mit der Führung der Hamas in Gaza. Im Anschluss verkündete Hamas-Ministerpräsident Haniyeh stolz die Versöhnung der Islamisten mit der Fatah. Die Jahre der Spaltung sind endgültig vorbei. 7 Jahre bitterste Feindschaft zwischen Hamas und Fatah sollen nun schlagartig vorbei sein. In nur 5 Wochen soll eine Übergangsregierung stehen, heißt es.
Dass Abbas eine Aussöhnung mit der Hamas sucht, wird von Jerusalem kritisiert. Die Islamisten sprechen Israel weiterhin das Existenzrecht ab. Daher erklärte Israels Premier beim Besuch des österreichischen Außenministers: Präsident Abbas muss wählen, will er Frieden mit der Hamas oder mit Israel? Er kann nicht beides haben. Am Donnerstag dann tagte im Verteidigungsministerium das israelische Sicherheitskabinett. Es entschied, die Friedensgespräche mit den Palästinensern bis auf Weiteres auszusetzen. In der heutigen Kabinettssitzung erklärte Premier Netanyahu erneut, Abbas müsse zwischen Terror und Frieden wählen. Die Verhandlungsführerin im Friedensprozess blieb offener. Wir sind hier, Sie sind hier, wir müssen eine Lösung finden, selbst wenn die Situation kompliziert erscheint. Kommt es wirklich zu einer palästinensischen Einheitsregierung? Abwarten. Sicher ist, der Friedensprozess ist derzeit am Ende. Andere wichtige Ereignisse der Woche haben wir jetzt in Kurzfilmen für Sie zusammengefasst. CSU-Klausur in Andex. Einen Monat vor der Europawahl hat die CSU ihr Programm verabschiedet. In ihrem Europlan spricht sich die CSU zwar für die EU aus, kritisiert aber die Bürokratie und Überregulierung durch Brüssel. CSU-Chef Seehofer wies Äußerungen zurück, das Programm sei zu europakritisch. Einige Punkte stoßen bei der Schwesterpartei CDU auf Ablehnung, zum Beispiel die Forderung, Volksabstimmungen über EU-Entscheidungen abzuhalten. Gabriel in China. Der Bundeswirtschaftsminister warb bei seinem Besuch in Peking für mehr Kooperation beim Energiesparen und beim Klimaschutz. Gabriel sprach von einer Überlebensfrage für die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft. Denn die Großstädte leiden unter Smog. Ein Fünftel des Agrarbodens ist vergiftet und zahlreiche Flüsse sind verpestet. Gabriel forderte China auf, auch gegen die Schikane deutscher Firmen bei der Vergabe von Staatsaufträgen vorzugehen. Gewalt im Südsudan. Der UN-Sicherheitsrat hat der Regierung und den Rebellen mit Sanktionen gedroht. Das Gremium zeigte sich entsetzt über die Tötung hunderter Zivilisten in der Stadt Bentiu. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen, die Friedensgespräche in dem ostafrikanischen Land wieder aufgenommen werden. Zwei Volksgruppen liefern sich dort blutige Kämpfe. Tausende Menschen wurden getötet, Hunderttausende sind auf der Flucht. Krawalle in Rio de Janeiro. Wenige Wochen vor dem Start der Fußball-WM in Brasilien ist es in der zweitgrößten Stadt des Landes zu schweren Ausschreitungen gekommen. Aufgebrachte Bewohner der Favelas, der armen Viertel Rios, legten Feuer und warfen selbstgebaute Sprengsätze. Auslöser der Krawalle war der Tod eines 26-jährigen Favela-Bewohners. Die Demonstranten machen die Polizei dafür verantwortlich. Prozessauftakt. Formel-1-Chef Ecclestone muss sich vor dem Landgericht München wegen Bestechung in Millionenhöhe verantworten. Dem 83-jährigen Briten wird vorgeworfen, dem ehemaligen Vorstand der Bayern LB Gripkowski mehr als 40 Millionen Dollar gezahlt zu haben, um den Verkauf der Formel 1 in seinem Sinne zu beeinflussen. Ecclestone weist das zurück. Er sei von Gripkowski im Zuge des Verkaufs der Formel 1-Anteile erpresst worden. Für den verstorbenen Gabriel Garcia Marquez regnete es gelbe Papierschmetterlinge, so wie in seinem berühmtesten Roman 100 Jahre Einsamkeit. Da war der Geliebte einer Romanfigur immer von einem Schwarm Schmetterlingen umgeben. Geliebt wurde Marquez auch von Lesern in aller Welt. Er war der meistgelesene Schriftsteller Lateinamerikas. Im Alter von 87 Jahren ist er nun gestorben. Der Literaturnobelpreisträger von 1982 aus Kolumbien, der Mexiko seine zweite Heimat nannte. Und deshalb hielten zu Marquez Ehren auch gleich zwei Staatspräsidenten Trauerreden. Und tausende Menschen nahmen Abschied. Gelb, seine Lieblingsfarbe, Gabriel Garcia Marquez. Gelbe Blumen liebte er besonders. In Mexiko-Stadt kamen am Montag Tausende zur Trauerfeier für den Nobelpreisträger. Sensationell, ich werde seine Ideen an meine Tochter weitergeben und gemeinsam an meine Enkelin. Ich wollte mich unbedingt von einem der größten Schriftsteller der Welt verabschieden. Im Palast der schönen Künste natürlich, wo denn sonst? Gelb, auch die Blumen auf seiner Urne. Seine Witwe Mercedes Barcho und seine Söhne übernahmen die erste Ehrenwache. Als ihn die Präsidenten Kolumbiens und Mexikos würdigen, wieder gelb, Schmetterlinge, wie in seinem Buch 100 Jahre Einsamkeit. Seine Worte und seine Bücher werden weiterleben, werden das Vergängliche eines Menschenlebens überdauern. Auch in der Kathedrale in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá einen Tag später gelbe Schmetterlinge.
keine religiöse Zeremonie, ein Gedenken. Präsident Santos würdigte García Márquez. Él buscó la paz. Er suchte Frieden. Trabajó. Er arbeitete für den Frieden. Er wollte immer ein Kolumbien in Frieden. Und wir werden in seinem Andenken nicht von dieser Aufgabe ablassen. No vamos a claudicar en esta tarea. Noch am 6. März hatte García Márquez vor seinem Haus in Mexiko-Stadt Glückwünsche zu seinem 87. Geburtstag entgegengenommen. Am 17. April starb er hier zu Hause. Wo der Nobelpreisträger beigesetzt werden wird, ist noch nicht entschieden. Ein Vorschlag, einen Teil der Asche in Mexiko und einen in Kolumbien zu bestatten. Und das war der Wochenspiegel. Die nächsten Nachrichten der Tagesschau sehen Sie hier im Ersten um 16.15 Uhr. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag. Tschüss.